Wenn jetzt nichts Schlimmes passiert, haben wir es geschafft. Tag 199. Hey Leute, Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von 60 Parsecs. Und heute machen wir die lang erwartete 200-Tage-Challenge. In 60 Seconds habe ich schon die 100-Tage-Challenge gemacht. Die hat so ungefähr 3 Stunden gedauert, 3 bis 4. Und ich dachte mir, ey, 100 Tage habe ich schon mal geschafft hier im Spiel, einfach aus Versehen. Das ist hier ein bisschen leichter, deswegen lass uns mal heute die 200-Tage-Challenge versuchen. Ich denke, das wird jetzt auch irgendwie 3 bis 6 Stunden dauern, bis das klappen wird. Aber wir werden versuchen, 200 Tage in 60 Parsecs zu überleben. Ich habe mir ein paar Strategien überlegt und bin zum Schluss gekommen, dass eine 200-Tage-Challenge mit 2 Charakteren möglich ist. Und zwar einmal Emmett Ellis. Der ist halt ziemlich klug und der generiert halt automatisch Chemikalien, Mineralien und Energie, was ja wichtig ist. Und die zweite Person ist Baby Bronco. Und ich glaube sogar ganz ehrlich, dass Baby Bronco höhere Chancen hat, länger zu leben. Denn die Nahrung ist, glaube ich, gar nicht das Problem, sondern es kommen ja nachher Weltraumpiraten, es kommen nachher Todesroboter. Und Baby Bronco ist mit Stärke 4 eigentlich der beste Charakter, um sich halt zu verteidigen. Und ich glaube, mit Emmett Ellis ist die Chance einfach relativ hoch, dass man Tag 199 angegriffen wird und sich nicht verteidigen kann, weil zum Ende kommen halt alle 5-6 Tage Gegner. Aber ich versuche es jetzt einmal mit Emmett Ellis, dann mit Baby Bronco und dann mit allen möglichen. Aber ich glaube, die letzten Runden seht ihr nur noch im Schnelldurchlauf, weil es gibt ja diese Nanoroboter und die Nanoroboter können ja eine Person klonen und einfach herstellen. Und die Quests wiederholen sich ab Tag 110 halt ganz oft. Und das heißt im Grunde, ich werde keine Leute mitnehmen, sondern ich werde Leute einfach klonen. Das ist so mein Plan. Komm, jump rein. Okay, in der letzten Sekunde. Ja, wir haben schon ein Mitglied, wir haben Klebeband, wir haben eine Waffe, wir haben die Schaufel, wir haben den Kosmos, wir haben die Maske. Gute Rüstung haben wir nicht, merke ich gerade. Den Kommunikator haben wir auch nicht und die Energie auch nicht. Wir haben aber viel Suppe, das Feuerzeug. Okay, ohne Witz, wir sind gar nicht so schlecht aufgestellt. Ich halte mal eine smarte Rede. Tom Thompson ist okay, ist ein okayer Mitstreiter. Wichtig ist auch, welchen Planeten wir als erstes sehen. Roboterplanet und Wüstenplanet finde ich gut. Und der Sturmplanet wäre die Hölle. Also alles bis auf Sturmplanet als ersten Planeten wäre gut. Relativ vorsichtig mit meinen Ressourcen. Wüstenplanet. Ist okay, ganz ehrlich. Gibt schlimmere Planeten, das ist okay. Ja, gehen wir hin. Ich stelle nichts her, brauchen wir nicht. Landen wir erstmal. So. Ist in Ordnung. Also es gibt schlimmere Planeten. Da können wir auf jeden Fall hingehen und mit Tom Thompson eine Menge erkunden. Im Grunde ist halt nur der Sturmplanet kacke, weil ich den halt nicht mag. Alle anderen Planeten sind okay. Die unterscheiden sich auch nicht so sehr von den Aufgaben. Ich gehe gerade sehr, sehr vorsichtig mit meinen Ressourcen um. Also ich habe kaum noch was ausgegeben. Ich spare das halt, weil ich weiß, dass ich wahrscheinlich später Sachen brauche. Und gerade brauche ich eigentlich nichts. Okay, Tom Thompson ist wieder da. Er hat Mineralien gefunden, Kommunikator, Essen gefunden. Ist okay, ist okay, ist okay. Wir brauchen was zu essen. Cool. Und jetzt warten wir, bis Tom Thompson wieder fit ist. Er ist halt schwach, aber... Okay, wir sind jetzt bei Tag 39. Ich habe Angst, irgendein Ende zu triggern aus Versehen. Und wir haben alle Orte, die wir aktuell erkunden können, erkundet. Das heißt, wir können das jetzt nochmal upgraden und noch mehr Orte erkunden. Wir haben 50 Chemikalien, 136 Mineralien und 124 Energie. Ja, es sieht wirklich nicht schlecht aus gerade, aber es heißt ja nichts. Es muss ja nur einmal irgendwie ein Weltraumaffe kommen, der stärker ist als ich und dann ist vorbei. Wie gesagt, ab Tag 60 wird es kritisch. Bis dahin, ich habe jetzt wie viel Suppe? 15 Mal Suppe, bis dahin ist alles easy. Also Essen ist eigentlich kein Problem, Ressourcen ist kein Problem. Probleme sind halt einfach nur irgendwelche Affen, die mich angreifen. Tag 41, ja cool. Cool, 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 cool. Expeditionssystem geupgradet, 2 neue Orte. Ich würde aber sagen, wir upgraden das direkt nochmal, oder? Wir haben die Energie, warum nicht? Wir können jetzt theoretisch alle Orte erkunden. Es gibt noch mehr Orte, die man entdecken kann. Aber da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie man die triggern kann. Also es gibt insgesamt 12 Orte, die man entdecken kann. Wir haben jetzt 8 Orte entdeckt. Ich glaube, wenn man zu bestimmten Orten geht, kann man noch einen anderen Ort darüber erkunden. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich ihn hinschicken soll. Der Ort da unten sieht super ungefährlich aus. Geh mal da hin, Tom. Tom Thompson hat Energie gefunden, Essen gefunden. Und er ist ein bisschen schwach, aber alles cool. Tag 59. Wir haben ein Problem. Denn die Weltraumaffen sind tatsächlich die schlimmsten Gegner, die man haben kann. Ich hatte bis jetzt immer die größten Probleme, die abzuwehren. Alle anderen waren irgendwie leichter. Die Weltraumaffen, keine Ahnung, die wirkten immer stärker, als sie eigentlich sind. Fairerweise, wir haben viel Essen, wir haben viele Ressourcen, also wir sind im Grunde relativ stabil aufgestellt. Ich habe halt nur Angst vor den Affen. Noch 140 Tage. Oh mein Gott. Warum habe ich nicht nur gesagt, ey, lass mal eine 100-Tage-Challenge machen? Oder 150 Tage, nee. Ich muss ja next level gehen.
Es muss ja Eisenspäne. So, die erste Person wird schon geklont. Ich hoffe, wir kriegen Baby Bronco, weil der ist stark. Und das heißt, wenn Gegner kommen, kann die Stärke uns helfen, bestimmt. Ich werde ihn auch jetzt am Leben lassen und vielleicht durchfüttern. Kann ja nicht schaden. Und Baby Bronco. Nee, wir kriegen. Didi Dawkins. Könnte cooler sein, aber wir kriegen Didi Dawkins. Und die Eisenspäne kommen übrigens nochmal halt in 50, 60 Tagen. Deswegen nehme ich auch nur eine Person mit. Oh, Tom ist schon wieder da. Er hat nicht so viel gefunden, wie ich dachte. Wir warten auch jetzt nochmal, bis ein Affe kommt. Weil ich muss ja der Person gleich Gegenstände mitgeben, wenn ich sie rausschicke. Und da ist es ja theoretisch nicht ganz so schlecht. Ja. Wenn ich die Gegenstände jetzt zum Verteidigen habe. Oh, ich muss. Okay, jetzt ist es schwierig. Ich muss eine der drei Fähigkeiten auswählen. Ich werde Intelligenz, habe ich drei. Sonst habe ich überall zwei. Müsste reichen. Wir tricksen jetzt mal die Affen mit Intelligenz aus. Habe ich vorher nie gewählt, weil es irgendwie nie geklappt hat. Aber Intelligenz 3, alles andere 2, müssten wir ja schaffen. Ja. Und jetzt ja eh wieder 5, 6 Tage, bis die Affen nochmal kommen. Okay, wir stellen noch mal Essen her. Wir haben jetzt... Ja, das reicht eigentlich. Ich kann locker, glaube ich, drei Leute durchfüttern. Bis Tag 140, 150. Ich bin aber ziemlich sicher, dass eine Person einfach sterben wird. Wahrscheinlich die Dawkins wird jetzt sterben unterwegs. Ich bin ziemlich sicher, dass irgendwer draufgehen wird. Die Dawkins wieder da. Und Energie gefunden. Energie, 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 Essen. Ja. Also das größte Problem sind wirklich die Affen. Essen ist kein Problem. Ressourcen sind kein Problem. Gegenstände sind kein Problem. Die Affen sind halt das Problem. Und ich glaube, wenn ich am Verhungern bin, bin ich auch schwächer im Verteidigen gegen die. Aber Schaufel auf dem Kopf klappt halt immer. Die Schaufel ist Stufe 2. Guckt euch die Schaufel an. Die reicht. Er hat zwar eine Waffe, aber wir haben eine Schaufel. Schaufel ist hier oben von der Stärke. Eine Schusswaffe ist da. Alles gut. Alles gut. Tag 81. Okay, Didi hat natürlich nicht viel gefunden, halt 12 Mal Chemikalien, aber habe ich auch nicht anders erwartet. Ich könnte mal was machen, was eigentlich auch Sinn macht. Ich habe ja viel Energie, ich kann ja mal ein Feuerzeug verbessern, das dann einfach nochmal recyceln. Kriege ich halt ein paar Chemikalien umsonst. Also ihr merkt aber, Tag 100 wäre zu leicht. Das war jetzt ja keine Hürde, um auf Tag 100 zu kommen. Ging halt relativ easy. Mit der Zeit wird es halt immer schwieriger und die Probleme kommen auch langsam mehr. Ich habe nur noch 7 Essen. Ich hatte zeitweise 15, jetzt habe ich noch 6 Essen. Es wird halt langsam echt ein bisschen knapper. Sie soll ruhig verhungern, ganz ehrlich, sie ist mir egal. Sie kann ruhig sterben, ich kann nicht drei Leute durchfüttern gerade. Ich brauche noch einen frischen Mann, den ich vielleicht rausschicken kann. Ich weiß es nicht, aber die Dawkins ist auch schwach, sie ist verbrannte Erde. Ich gebe mir mal nichts zu essen. Ich will hier nicht das Ende freispielen, auszusehen. Tag 100. In Ordnung, das ist wirklich gut, aber... Die ist wiedergekommen, um zu sterben. Die hat die Expedition geschafft. Kommt wieder und stirbt. Sie ist sogar verhungert. Didi, wie kannst du so viele Sachen schaffen? Ich habe dir nichts mitgegeben. Du bist jetzt zweimal rausgegangen, ohne irgendwas mitzunehmen. Und du hast zweimal überlebt. Du bist halt jetzt verhungert, aber... Das war überraschend stark von Didi. Wenn man ganz ehrlich ist, das war ziemlich krass. So, die Quests wiederholen sich jetzt schon. Wir haben jetzt die Quest mit einem Spind gehabt. Und wir haben Essen gekriegt ordentlich. Cool, hat geklappt. Was machst du denn schon hier? Du sollst doch erst nach Tom Thompson kommen. Weil ich bin jetzt am Verhungern und muss dich abwehren. Und ich habe überall nur 2. Und bin alleine. Ich will nochmal Beweglichkeit. Aber ich habe gerade ein ganz, ganz mieses Gefühl. Ich habe gerade ein ganz, ganz mieses Gefühl. Okay, die Runde jetzt lief gemischt. Ich würde sagen, der Anfang war ein bisschen kritisch, lief nicht so gut, aber jetzt haben wir uns hier in die Runde echt reingekämpft und aktuell läuft es ganz gut. Wir sind bei Tag 96, unsere Ressourcen gehen so. Das ist eher so das größte Problem. Essen haben wir am Start, ist ganz gut. Die Familie Edgar nervt mich die ganze Zeit, ich will nichts mit denen zu tun haben, weil die klauen mir die ganze Zeit Ressourcen, brauche ich nicht. Und ich habe Tom Thompson noch rausgeschickt und der hat Energie mitgebracht, Batterie mitgebracht, Essen mitgebracht. Und der Ort hier ist super einfach eigentlich. Ich bin jetzt auf dem Roboterplaneten gelandet und ich habe direkt quasi alle 12 Orte schon erkundet und ich kann immer noch Tom Thompson 4-mal rausschicken. Und wenn das erste Mal wo rausgeht, bringt er ja mehr Essen mit und so weiter. Meine Gegner sind die Sowjets, wo ich auch das Gefühl habe, dass die ein bisschen schwächer sind eigentlich als andere Gegner. Die müssten auch heute, glaube ich, nochmal kommen. Deswegen esse ich, was ich auf jeden Fall
so fit bin, wie es nur geht. Und ich muss die Sovjets bis jetzt auch nicht einmal mit Stärke oder so abwehren, immer mit einem Gegenstand. Deswegen glaube ich, dass ich die jetzt mit Stärke abwehren muss. Und die sind da, auf jeden Fall. Ich bin fit und... Nee, wieder nicht. Es ist ganz komisch. Ich muss bis jetzt noch nicht einmal irgendwie Stärke, Intelligenz oder so auswählen. Immer das. Na gut, ich gebe Tom nochmal was zu essen. Und Tom kocht die ganze Zeit was. Weil er mich mag, kocht er die ganze Zeit Tom Spezial. Und so wie der Stand mit dem Gericht aktuell ist, weiß keiner, wo Tom das Essen hernimmt dafür. Es soll wohl extrem energiehaltig sein, aber der Computer hat auch schon gecheckt. Der Computer hat keine Ahnung, wo Tom die Ressourcen fürs Essen hernimmt. Aber es ist Tom Spezial und das mampf ich halt. Ich habe eine chemische Analyse für Toms mysteriösen Eintopf laufen lassen und Captain Analyse ist fehlgeschlagen. Ich habe keine Ahnung, was Tom da überhaupt reingetan hat. Wirklich, Tom macht irgendein Spezialgericht, keiner weiß, was da drin ist. Ich muss wieder nicht mit Stärke oder so abwehren. Ich check das nicht. Ohne Witz, ich check's nicht. Na gut, die Edgars sitzen hier wieder rum, aber alles gut. Ich stell's mal nochmal was zu essen da, weil wir haben dann, ja... Ich würde wieder sagen, von den Ressourcen müsste ich es eigentlich schaffen. Es ist wieder der Zufall, der bestimmt, ob ich 200 Tage überlebe oder wieder nur 110 oder so. Also 105, Mann, es bringt ja nichts. Natürlich traue ich mir 150 Tage zu, aber es ist ja immer noch Zufall, der entscheidet, ob ich das schaffe oder nicht. Es ist immer noch Zufall. Es ist aber gut, dass ich Tom mitgebracht habe, weil das Essen kochen ist echt, echt stark. Ich weiß nicht, warum er Emmett Ellis nichts kochen wollte, aber zumindest Baby Bronco kocht er regelmäßig was zu essen, was einfach super, super gut ist. So, Tom Thompson ist wieder fit, um rausgeschickt zu werden. Lass ich aber die Edgars wollen Hilfe. Ich mach da nichts. Oder? Ich mach da nichts. Sollen die Edgars ihr eigenes Projekt machen? Ich helfe dir nicht. Ich will die nicht da haben. Weil notfalls machen die irgendwas kaputt oder so. Da habe ich keinen Bock drauf. Da habe ich null Bock drauf. Tag 110. Tom kocht wieder für mich. Ja, Baby Bronco muss nichts mehr essen. Tom Thompson füttert Baby Bronco durch bis zur Unendlichkeit. Ich glaube, Tom Thompson soll das auch gar nicht so oft machen. Das ist, glaube ich, irgendein Fehler. Ich kann es mir nicht anders erklären. Weil wirklich alle drei bis vier Tage will dem einfach was zu essen geben. So. Jetzt muss ich mit Stärke abwehren. Aber ich habe nur zwei Stärke, aber es müsste reichen. Wir sind zu zweit und müssen den überwältigen. Locker. Ich glaube, die Stärke richtet sich danach, wie viele Leute im Schiff einfach sind. Aber wir haben theoretische Stärke Stern. Das muss klappen. Ohne Witz, es muss klappen. Was soll das? Was zum Teufel soll das? Warum? Okay, wir sind jetzt zwei Tage später. Ich musste mein Aufnahmesetup ändern, weil meine Festplatte voll geworden ist beim ganzen Aufnehmen. Aber ich habe jetzt eine Strategie, die schwieriger ist, die aber vielleicht besser funktioniert. Meine bisherige Strategie war ja, ich nehme eine einzige Person mit und die zweite Person kommt halt durch diese Nanomaschinen. Aber die Nanomaschinen sind bei Baby Bronco gar nicht gekommen. Das heißt, ich nehme jetzt am Anfang zwei Personen mit und ich habe das mal überschlagen, wie viel Essen ich brauche ungefähr, wenn ich drei Personen durchfüttern will für 200 Tage. Und das sind irgendwie 80 Dosen oder so. Ich spiele mal mit Emmett Ellis und ich nehme mal, glaube ich, Megan Mann und Tom Thompson mit, weil die sind beide relativ klug und ich versuche dann immer auf Intelligenz zu gehen bei den ganzen Sachen. Das ist mein bester Versuch. Okay, wir sehen uns aber gleich eh wieder, wenn ich bei Tag 100 bin oder wenn ich Probleme habe. Aber das ist aktuell meine Strategie und wir werden das schaffen, 200 Tage zu überleben. Mit der Strategie haben wir, glaube ich, Chance. Ich muss es halt nur schaffen, drei Personen 200 Tage am Leben zu halten, was richtig schwer ist. Aber wenn ich das hinkriege, ist alles gut. Das Frustrierende ist ja eigentlich, dass die ersten 100 Tage, sagen wir mal, die ersten 80 bis 110 Tage sind kein Problem. Und ab dann entscheidet das Spiel einfach, ja okay, du stirbst einfach mal zufällig. Aber um bis Tag 110 zu kommen, muss ich halt trotzdem 40 Minuten spielen. Das heißt, ich spiele immer, okay, easy, easy, easy. Ich kann eigentlich chillen, weil alles ist easy. Tag 110, bam, du stirbst einfach. Und deswegen ist es einfach echt ein Zeitfresser, diese 200-Tage-Challenge. Das ist noch schlimmer als die 100-Tage-Challenge. 100 Tage habe ich 3-4 Stunden aufgenommen. Easy. Ist cool. Die 200-Tage-Challenge bin ich jetzt irgendwie im dritten Tag oder so. Okay, wir sind jetzt bei Tag 82. Und ich habe die Quest mit der Nanomaschine, die einen Menschen klonen kann. Ich hätte dann 4 Personen, die ich durchfüttern kann. Ich komme mit 3 aber ganz gut klar und ich glaube, 4 wäre einer zu viel. Deswegen sage ich nein. Ich habe halt echt eine gute... Oder... Nee, fuck it, ich mach's. Ich versuch's mit 4.
Weil mit 4 Personen kann ich auch eine Person rausschicken, das geht trotzdem klar. Ich versuch's, ich... Ah, das wird backfiren, das wird... Egal, ich versuch's mit 4. Mal sehen, wen ich krieg. Baby Bronco wäre doof, weil der ist einfach dumm. Wobei... Ah, nee. Dawkins ist auch dumm. Die sind beide dumm, es ist völlig egal. Ich krieg Baby Bronco, ja, es ist... Es ist egal, ich kann Baby Bronco rausschicken einfach. Wir sind wieder da, ab wann es kacke wird. Nämlich sind wir jetzt wieder bei Tag 100. Beziehungsweise 99, wir gehen jetzt Richtung Tag 100. Ja, 4 Personen kriege ich einfach nicht durchgefüttert. Ich, Baby Bronco, ich schick dich nochmal nach da unten. Der sieht's nicht so gefährlich aus, vielleicht schaffst du das hier alleine. Ich gebe dir auch keinen Gegenstand mit, weil ich brauche die halt. Tag 105 oder 106 kommen das nächste Mal. Die Sowjets, die in diesem Spiel meine Gegner sind. Es wird ja immer vorher bestimmt, wer die Bösen sind in einem Spielzug. Das können ja die Sowjets sein, das können Weltraumpiraten sein, das können Roboter sein. Wir sind hungrig, ich esse jetzt was, dass ich wirklich fit bin, wenn die Sowjets kommen, weil die kommen morgen. Und ich erwarte auch, dass Tom Thompson wieder kommt am selben Tag, dass wir dann wirklich, wirklich, wirklich gut am Start sind. Wenn Tom Thompson jetzt stirbt mit der gesamten Ausrüstung, kann ich eventuell sogar sterben? Tom Thompson ist wieder gekommen, cool. Sowjets sind da und ich muss die abwehren. Mit dem Gegenstand habe ich aber alle drei. Dann nehmen wir Batterie. So, ist ein Gegenstand kaputt gegangen, keiner ist kaputt gegangen und Tom Thompson hat gefunden... Gut, 20 Mineralien gefunden, Maske, 4-mal Essen, ich habe selbst nochmal Essen hergestellt. Wenn ich die an Bord lasse, können wir schaffen. Ich werde die nicht mehr rausschicken, das ist der neue Plan. Wir werden das jetzt aussitzen. Puh, okay, das ist mein bester Versuch bis jetzt. Es wird nicht besser werden. Es wird nicht besser werden, ohne Witz. Wir könnten jetzt, ganz ehrlich, ich habe jetzt das beste Gefühl, was ich jemals hatte. Wirklich jemals hatte. So, Tom Thompson kommt jetzt wieder. Das ist kein Mond, haben wir freigespielt. Achievement. Bist du ein Roboter? Das ist alles. Immer und immer wieder der gleiche Satz. Wie soll ich bloß antworten? Bitte, Captain, kümmere dich... Du hast einen Löffel abgegeben, so ein Reinfall. Um mich vorzustellen und eure menschliche Intelligenz in den Vordergrund zu stellen, schickt es uns Mengen eine Nachricht... Roboter bestätigt, stirbt. Das Frustrierende ist halt... Ich kann jetzt wieder eine Stunde spielen, bis ich bei Tag 100 bin. Und dann, wenn ich bei Tag 100 bin... muss ich nochmal eine Stunde spielen, bis ich bei Tag 200 ankomme, wenn es bestenfalls läuft. Das heißt auf jeden Fall, dass mein Leben kacke ist. Wisst ihr noch, als man sich über Tag 100 gefreut hat und man sich nicht dachte, ja okay, eine Stunde Lebenszeit ist weg, cool, lass uns das Ganze nochmal machen und hoffen, dass wir Glück haben. Ich werde jetzt aber wirklich so vorsichtig spielen, wie es nur geht. Ich werde jede Quest durchlesen. Wenn irgendwas steht, Todeslaser, werde ich natürlich vorher checken. Ah, okay. Tue ich lieber auf dumm und überlebe das halt. Todeslaser sind nämlich kacke. Das habe ich auf jeden Fall drauf jetzt. Oder habe ich mir gemerkt. Krüppeln halt ein bisschen rum und ich habe genug zu essen. Ich habe genug Ressourcen, um zu überleben mit 3 Personen. Darum geht's nicht, wirklich. Meine einzige Chance, dass ich sterben kann, ist wirklich, wenn ich überlese, dass eine Quest mich töten kann. Das ist die einzige Chance. Ganz ehrlich, die einzige Chance, dass ich sterbe. Wenn ich etwas überlese. Weil ansonsten, es gibt nur noch einen einzigen Ort, wo ich hingehen kann. Das mache ich gleich, nachdem die Todesroboter da waren. Der Ort ist auch noch super easy, also... Keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung. Ich will 200 Tage schaffen. Mit meinen Equipment würde ich eigentlich sagen, ey, 500 Tage. Müsste ich schaffen. Aber ich werde trotzdem... Tag 110 bis Tag 120 werde ich sterben. Wegen irgendwas komisch. Und dann werde ich sagen, ah, okay, das macht keinen Sinn. Aber akzeptiere ich, dass ich tot bin. Ich habe so Angst vor diesem Todeslaser. Ihr müsst mal überlegen, ihr überlebt 110 Tage auf einem einsamen Raumschiff. Das Essen stellt ihr alles selbst her, ihr findet alles selbst. Auf einmal kommt ein Todeslaser, Schnitt, tot. Das ist ja wohl echt das schlimmste Ende, was man sich vorstellen kann. So, euch geht's allen okay. Tom hat mir was zu essen gekocht gerade, weil Tom ein guter Typ ist. Okay, ich würde sagen, ich upgrade euch auch mal alles. Also wirklich alles, dass alles auf der höchsten Stufe ist. Dass wir so sicher sind, wie es nur geht. Und Tag 118, morgen kommen die Todesroboter. Ich gucke, ob ihr gut drauf seid. Hungrig. Nicht mal hungrig, okay. Ey, ich bin echt angespannt. Ich werde die nächsten 80... Wie lange dauern denn 80 Tage? So 30, 40 Minuten. Ich werde die nächsten 40 Minuten angespannt sein. Okay, ich hätte hier fast Intelligenz gewählt. Captain, ein alter, vermeintlicher, ruhender Satellit im Orbit des Planeten, ist plötzlich zu Leben erwacht und sendet die Nachricht. Bist du ein Roboter? Intelligenz ist hier falsch. Aber bei Stärke habe ich auch 3.
Kann ich also nur sterben, wenn meine Werte zu gut sind? Bin ich hier zum Sterben verdammt, oder was? Ich wähle jetzt das, wo ich weniger habe. Und wehe, der killt mich nochmal. Was soll ich denn dann wählen? Was soll ich dann wählen? Lebt! Beleben. Beleben. Wir sind kein Todesroboter. Keine Roboter präsent. Kranke Mutanten bestätigt. Oh Gott, okay. Die Quest hätte mich echt zerballern können. So. Wir essen nochmal was, weil die Todesroboter kommen gleich. Irgendwelche Störungen. Ja, Megan, mach du das. Ich hab keinen Nerv für irgendwas Schwieriges. Das verbessere ich auch noch. Ich habe jetzt jeden Gegenstand, den ich habe, verbessert. Ich habe Essen ohne Ende. Ich habe Ressourcen ohne Ende. Jetzt ist der Moment, wo wir es schaffen, glaube ich. Ich glaube, Didi Dawkins, die hier rumliegt, gibt uns Glück. Die ist unser Glücksbringer. Didi Dawkins bringt uns viele Sachen. Glück vor allem. Wieso sind wir jetzt wachsam geworden? Weil wir was geschafft haben im Leben, oder was? Na gut. Hungrig. Herstellen. Wir essen noch was, weil wir fit sind. Wenn wir, glaube ich, keinen Hunger haben und komplett fit sind, sind wir stärker gegen die Roboter. Und das brauche ich. Ich brauche wirklich die perfekten Werte. Ich brauche die perfekten Werte gegen die Roboter. Okay, Todesroboter kommen morgen. Noch 60 Tage, wenn ich das jetzt schaffe. Oh Mann. Also sie kommen übermorgen. Sie kommen jetzt Tag 140 kommen sie. Okay, ich esse noch was, weil ich will wirklich die volle Power. Meine Dosen werden langsam weniger. Ich muss langsam wieder anfangen, Dosen herzustellen. Zum Glück habe ich ja 200 Chemikalien, also es müsste nicht das Problem sein. Aber ich stelle erstmal noch eine bessere Maske her und so, dass wir da erstmal ein bisschen powern. Die Tresor-Quest, die jetzt natürlich scheiße kommt. Weil die Quest kann nach hinten losgehen, auch wenn wir jetzt einen Stern auswählen. Die kann nach hinten losgehen und die Quest macht einfach, dass wir uns verletzen. Und da hatte ich nicht so viel Bock drauf, weil verletzt sind die Roboter, glaube ich, stärker als ich. Da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen hoffen wir einfach, dass die Tresor-Quest uns jetzt nicht komplett zerballert. Da war ein Stern. Das ist das Höchste, was man auswählen kann. Wenn ich trotz Stern jetzt irgendwie ein Bein breche und ich deswegen jetzt sterbe. Wir sind fit, okay. Abwehren mit einem Schuss. Mit Intelligenz wäre ich ab. Okay, gut, dass ich fit bin, ey. Gut, dass ich das immer noch drauf habe. Ich habe gerade was freigespielt, was ich noch nie hatte. Und zwar gut genährt. Wir sind fett geworden. Bringt uns das negative Aspekte jetzt? Weil ich mir zu viel zu essen gegeben habe, sind wir jetzt fett? Gut genährt. Was heißt das denn? Ich glaube, wir sind fett geworden. Das geht? Ja, okay, wir sind fett. Wir sind fett, aber wir können die abwehren. Gut genährt. Es ist grün, also ist es vielleicht gut? Ich habe keine Ahnung, wir sind auf jeden Fall fett. Ich weiß übrigens auch nicht, was ich als Hintergrundmusik hier einfügen soll. Weil es gibt einfach kein Lied der Welt, was... Ich weiß nicht, wie lang es wird, aber... Es gibt kein Lied der Welt, was 20 bis, sagen wir mal, 40 Minuten angenehm ist. Also, wenn die musikalische Untermalung, die ich gewählt habe, langweilig wird, tut mir leid. Ich bin einfach mit der Aufgabe überfordert, so ein langes Video zu machen. Meine Videos sind hier nicht umsonst 10 bis 13 Minuten lang. Aber ich glaube, hier in diesem Fall macht es Sinn, wenn es ein bisschen länger ist. Das Geile an Tom ist ja auch, es können gar nicht so viele Sachen passieren, weil Tom halt alle 3 Tage was zu essen machen will oder mir irgendwas zeigen will, was er Cooles machen kann. Das heißt, dazu übrigens auch noch, der Kommunikator, weil man muss ja eigentlich, wenn man auf dem Planeten landet, den Kommunikator als Navigationssystem hier draufpacken, als Kommunikationssystem, so rum. Und das mache ich nicht. Das heißt, meine gesamten Tage sind entweder, hey, willst du nicht mal den Kommunikationssystem benutzen? Oder hey, Tom will dir irgendwas zeigen oder was zu essen machen. Und das ist relativ gut, weil dann kommen keine Quests, wo einfach ein Todesroboter mich umbringt. Davon bin ich ein Fan, ein sehr großer Fan sogar. Das Komische ist ja, ich baue halt wirklich Nahrung auf. So, ich hatte die ganze Zeit so ein Jahr 9 bis 11. Und jetzt habe ich, glaube ich, 14. 14 mal essen, oder? Ja, 13. Also, es wird immer ein bisschen mehr sogar gerade. Tom macht, ganz ehrlich, Tom hat mir gestern was zu essen gemacht, er macht mir jetzt wieder was zu essen. Tom macht mir jetzt einfach jeden Tag was zu essen. Weil das Spiel, glaube ich, nicht mehr weiß, was er sonst machen soll. Der denkt so, ja, okay, ich habe jetzt jede Quest, jede Tagesaufgabe, die mindestens 3-mal zugeworfen. Was zum Teufel machst du da eigentlich? Wie kannst du immer noch nicht überlebt haben? Das denkt das Spiel sich jetzt gerade. Ich habe wieder was essen. Ja, 3-mal nacheinander hat Tom für mich jetzt gekocht. Okay. Tag 190, noch 10 Tage. Die ganzen letzten Tage, die gesamte Mühe, die ich investiert habe, die gesamten Erfahrungen, die ich gesammelt habe, haben zu dieser Runde geführt. Die haben jetzt zu diesen nächsten Tagen geführt, wo wir schaffen werden. Wahrscheinlich, es sei denn, ich verhaus noch ultra krass. 200 Tage in 60 Parsecs zu überleben. Nur noch ein bisschen. Nur noch ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen und wir schaffen es.
Tag 192. Morgen kommen die Todesroboter. Und wenn wir die abwehren, kommt noch ein einziges Mal die Todesroboter. Und dann haben wir es geschafft. Kann ich aber abwehren. Schaufel auf den Kopf. Okay, letztes Mal Todesroboter. Wir sind jetzt bei Tag 198. Das ist alles. Wenn ich die jetzt abwehre, haben wir es geschafft. Schaufel auf den Kopf. Und recyceln. Wenn jetzt nichts Schlimmes passiert, haben wir es geschafft. Tag 199. Bitte, Spiel. Oh. Die Schaufel ist kaputt gegangen. Ich mach's mal so. Okay, wenn ich jetzt die Maustaste klicke, haben wir es geschafft, 200 Tage in 60 Parsecs zu überleben. Es hat wirklich lang gedauert. Wirklich, wirklich lang. Mal sehen, ob es genau. Okay. Go. Bitte. Bitte zeig mir die 200. Bitte. 200 Tage. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben 200 Tage in 60 Parsecs überlebt. Okay. Okay, ich habe gerade eine andere Idee. Die wird einigen nicht gefallen, aber wir sind jetzt bei Tag 217 und lass uns mal ein Ende freispielen. Ganz ehrlich, die Crew hier, die hat so lange, die hat gelitten. Die hat wirklich gelitten. Die haben hier 200 Tage überlebt, mussten neben der Leiche sitzen. Ich würde sagen, die haben es verdient zu fliehen. Ich würde sagen, die haben es verdient zu überleben. Die haben verdient auf dem Happy End. Die haben sich ein Happy End verdient. Ich habe es mal überschlagen. Und ich würde sagen, bei Tag 250 erreichen wir das Ende. Das wäre ja auch passend. Ganz ehrlich, das wäre ja wirklich, wirklich passend. Übrigens, wenn ihr noch nicht alle Videos gesehen habt, ich habe ja schon richtig viele Videos gemacht zu 60 Parsecs. Und ein paar davon sind natürlich auch wirklich, wirklich, wirklich interessant. Und ich habe gesehen, dass Kelos jetzt auch 60 Parsecs spielt. Das freut mich natürlich. Ich finde nur, er spielt's falsch. Weil statt eine Stunde aufzunehmen und daraus eine Folge zu machen, nimmt er halt eine Stunde auf, macht aber alle 15 Minuten einen Cut. Das heißt, in einer Folge bei ihm lebt er halt so 10, 15 Tage. Und das fände ich persönlich ein bisschen langweilig zum Zusehen. Zumindest war es so in der Folge, die ich geguckt habe. Und deswegen, ich würde mir das wünschen, dass Kedos auch so eine Stunde aufnimmt für eine Folge und das dann runterschneidet. Weil kennen Leute überhaupt noch Kedos? Weil der war ja mal ein größerer YouTuber. Ich finde ihn auch super sympathisch. Und deswegen, ich würde mir wünschen, dass sein Kanal wieder ein bisschen besser läuft und er vielleicht ein bisschen mehr Feuer hat, Erfolg zu haben und so, weil ich wieder so ein bisschen eingeschlafen. Oh, Dumbo ist jetzt hier. Das Dumbo Ende haben wir jetzt. Dumbo ist am Start und wir hauen ab. Ja, wir hauen fett ab. Komm, ich gebe dir auch noch was zu essen. Keiner soll hungrig sein. Ja, ganz ehrlich, das war's. Das war's. 258 Tage haben wir überlebt. Und haben noch geschafft, ein Ende zu schaffen. Sogar ein sehr persönliches Ende, weil wir wirklich jetzt fliehen und mit Dumbo fliehen und mit Sheila fliehen. Wir sind fett geworden. Ich hoffe, am Ende steht das. Ey, du bist fett geworden während deiner Zeit. Gut gemacht. Ja. Das Ende nach 250 Tagen, beziehungsweise 258 Tagen, ist ein schönes Ende. Ganz ehrlich, es ist das beste Ende, was ich mir vorstellen könnte. Ja, das war die 200-Tage-Challenge. Es war anstrengend. Es hat lange gedauert. Danke an alle, die sich jetzt das Video angeguckt haben. Es geht bestimmt wirklich lange. Ich glaube, die ganzen Leute, die das Video in der Abo-Box sehen, denken sich, Bardor macht mal Uncut-Videos. Das Video geht ja so lange. Nee, das ist ein geschnittenes Video, was 30, 40 Minuten geht. Aber ich würde sagen, ich fange jetzt an zu schneiden. Das kommt wahrscheinlich heute Abend gegen 20 Uhr, weil es jetzt einfach nur mega lange dauert alles. Mal sehen, wenn es kommt. Dankeschön fürs Zusehen. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao.